So, da ist er wieder. Kalle kocht. Heute Thema Herbst. Diesen kalten Pappkameraden, den brauchen wir nicht. Ja, er liegt. Weil wir kümmern uns heute um herbstliche Gerichte. Und was liegt da näher, als dass wir uns um bestes Wild kümmern? Ich habe für euch einen Rehrücken. Wir machen ein bisschen Klugscheißerei heute mal. Und zwar, das ist eigentlich ein ganzer Rehrücken, den habe ich nur in der Mitte durchgeschnitten, um euch mehrere Dinge zu zeigen. Zum einen können wir so einen Rehrücken natürlich im Ganzen braten, so wie Großmutter das schon gemacht hat. Ihr habt bloß ein Riesenproblem damit. Das Auslösen des Fleisches, wenn der Braten gar ist, ist relativ schwierig. Am Tisch ist das wirklich ein großes Gewürge, dort die Filets herunterzubekommen. Jeder Profi macht das perfekt, aber für euch zu Hause, so einen Rehrücken zu filetieren am Tisch, ist schwierig. Thema Nummer 1. Thema Nummer 2. Wie kommen wir daran, dass der rosa ist? Thema Nummer 3. Was kann ich sonst noch damit machen? Kurze Produktinformation. Wir wissen alle, dass alle Schlachttiere, Kalb, Schwein, Rind, Lamm, ist alles gleich aufgebaut. Das heißt, wir haben natürlich den Rücken, davon sprechen wir. Wäre das Ganze vom Rind, dann hätten wir links und rechts ein Rostbeef. Wäre es vom Lamm, dann hätten wir hier die hohen Rippen. Das ist genau das, wenn das jetzt hier halbiert worden wäre. Das ist dieses wunderbare Lammkarree. Natürlich, wenn es vom Schwein wäre, würde man hier diese wunderbaren Koteletts von schneiden. Das hintere Stück ist auch ganz spannend. Da schneiden wir die wunderbaren Rumpsteaks draus aus dem hinteren Bereich. Wenn es ein Rind wäre, wenn wir hier nach vorne rübergehen beim Rind, hätten wir dann hier die Ribeye-Steaks. Nur damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wo diese verschiedenen Teile überhaupt liegen. Und was ganz besonders spannend ist, die Frage, wo liegen denn eigentlich zum Beispiel beim Rind die Rinderfilets, beim Schwein natürlich ganz genauso. Und beim Reh, die liegen nämlich hier auf der unteren Seite. Diese beiden netten kleinen Stränge hier, das sind unsere Filets beim Reh, beim Schwein, beim Lamm, beim Kalb, überall dasselbe. Demzufolge hätten wir das hier halbiert und wir würden hier eine wunderbare Tranche rausschneiden, dann hätten wir das allseits bekannte T-Bone Steak. Auf der einen Seite das Steak, das Rumpsteak, auf der Innenseite das Filet, T-Bone Steak vom Rind. Das nur so als kleine Erklärung, wie diese ganzen Fleischteile zusammenstehen, wie das zusammenhängt. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr für zwei Personen Rehrücken macht, und zwar in wenigen Minuten. Dieses Gequatsche vorweg ist, glaube ich, länger als das Kochen gleich selbst. Was wir brauchen eine heiße Pfanne, die erwärmen wir schon mal. Und dann machen wir Rehrücken für zwei Personen auf die ganz schnelle Art und Weise. Wir nehmen jetzt mal das bessere Stückchen, und zwar das hintere. Wir lösen das aus. Diese Sehnen hier, wenn die Kamera das nochmal sieht, hier, diese hellen Sehnen, die müssen natürlich herunter. Das habe ich hier schon gemacht. Das geht aber ganz einfach. Die braucht man nur herunterschneiden. Dann lösen wir das Filet aus. Ich drehe das nochmal ein bisschen um, da kann die Kamera das besser sehen. Das heißt, ich gehe hier einfach am Knochen herunter und bitte, liebe Köche, liebe Köchinnen, schneidet mir nicht ins Fleisch hinein, sondern das Messer bleibt direkt hier am Knochen und wir gehen so herunter, dass wir hier ein wunderbares Filet haben. Auf der anderen Seite genau dasselbe nochmal. Kamera darf noch ein bisschen näher kommen. Wir lösen hier oben an, dann gehen wir hier runter auf den Knochen. Wir ziehen das Fleisch ein bisschen nach vorne, dann sehen wir den Knochen besser. Und so mit leichten Strichen, ihr seht schon, das fällt praktisch auseinander. Ein scharfes Messer tut natürlich gut dabei. Und schon haben wir zwei Rehfilets, wie sie besser nicht sein können. Achtung, bitte nicht vergessen, die Filets von unserem Reh, die sollten gleich mit raus. Die lösen wir gleich genauso aus wie das obere Teil, nur am Knochen herunter. Weil wer Wild gerne mag, der wird wissen, dass diese Filets vom Reh natürlich das allerfeinste sind. Wir kriegen unser Reh im Übrigen von unseren Jägern hier aus der Nachbarschaft, aus dem Rüstjer Forst. Da wird unser Reh erlegt und das kriegen wir hier jagdfrisch geliefert. Also, das vordere Teil des Rückens, das hintere Teil Filet, mit den Filets hinten drinne. Und da haben wir jetzt unsere beiden Rückenfilets ausgelöst. So ein Rückenfilet, damit ihr mal ein ungefähres Gefühl dafür bekommt, hat ungefähr ein Gewicht von 180, 200 Gramm. Wir würzen es jetzt. Und zwar nur mit Pfeffer. In diesem Fall wollen wir es auch gar nicht so scharf anbraten. Normalerweise sage ich ja immer, Pfeffer erst nach dem Braten würzen. Aber in diesem Fall
wollen wir nicht so hart rangehen. Das heißt, der Pfeffer soll nur kurz mit angebraten werden, er soll nicht verbrennen. Wir legen das Fleisch jetzt hier hinein und braten es auf beiden Seiten schonend an. Hier nehmen wir bitte kein Olivenöl. Hier nehmen wir ein hitzebeständiges Fett, sodass das Fleisch in genügend Hitze heiß wird, dass es braun wird. Und was es auf gar keinen Fall sein darf, es darf, das Fett darf nicht verbrennen. Deswegen bitte natürlich keine Butter, natürlich kein Olivenöl, sondern einen Tahin und Ähnliches. Das Ganze braten wir jetzt an von beiden Seiten. Und nebenbei bemerkt, dieser Rücken hier, diese Knochen, die schmeißen wir natürlich nicht weg. Die würden wir in kleine Stücke hacken und da kann man eine wunderbare Soße von kochen. Und genau das möchte ich euch in der nächsten Sendung einmal zeigen. So, wir haben das jetzt auf beiden Seiten oder auf dieser einen Seite vielleicht eine Minute angebraten. Jetzt drehen wir es mal um. Schaut euch diese herrliche Farbe an. So darf es aussehen. Das spritzt immer so ein bisschen und das dampft auch ein bisschen, aber das gehört alles zum Kochen dazu. Auf beiden Seiten so angebraten. In der Zwischenzeit mache ich meinen kleinen Backofen hier mal an. Und zwar auf Umluft. Und auf eine Temperatur von ungefähr 130 Grad. Da soll das Fleisch jetzt einfach nur drinnen ganz langsam ruhen. Wer mit Kernthermometer zu Hause arbeitet, schiebt jetzt an der Seite das Kernthermometer hinein. Man sagt, der Name sagt es schon, die Spitze des Thermometers muss genau in der Mitte des Fleisches sein. Und eine Angabe, wo wir als Profis ganz gut mit arbeiten, 54 Grad, ist eigentlich für uns das Beste. Wenn ihr feststellt, das ist für euch zu weit gebraten oder es hätte noch ein bisschen gekonnt, lasst es einfach dementsprechend länger. So, jetzt haben wir hier von beiden Seiten schon nette Farbe, das könnt ihr sehen. Das ist der Moment, wo wir das Rehrückenfilet herausnehmen. Und diese Pfanne hier, die spielt jetzt gleich noch eine große Rolle. Ich nehme das Filet und das tue ich jetzt in den Ofen hinein. Das soll hier einfach noch ein bisschen weiter laufen. Michael, in der Zwischenzeit, bitte. Woran kann ich denn erkennen, wenn die jetzt raus müssen aus der Pfanne? Woran kann ich das also erkennen? Also da geht es jetzt einfach nur darum, dass wir es braun haben. In diesem Fall, okay. Frag mich nicht nach Hitze, frag mich nicht danach, wie ist diese Platte eingestellt oder welche Temperaturen, sondern es geht einfach nur darum, wir wollen es anbraten und wir wollen eben diese braune Farbe haben. Das reine Garen passiert jetzt im Ofen. Ich habe es eben schon erwähnt, bei 130 Grad, langsam garen und am liebsten mit Kernthermometer. Ich zeige euch aber gleich, wie man das auch anders noch lösen kann. So, jetzt haben wir hier relativ viele Fettspritzer. Das macht nichts, das gehört zum Kochen dazu. Jetzt haben wir eine Pfanne und in dieser Pfanne sind Röststoffe drin. Und wir haben das beim Boeuf Stroganoff schon mal ähnlich gemacht. Jetzt wollen wir noch ein bisschen zaubern. Jetzt kochen wir dazu, in der Zeit, wo das da jetzt ein paar Minuten im Ofen ist, noch mal eben ein schnelles Sößchen. Dazu nehmen wir ein bisschen Honig. Ein Rezept ähnlich unserer Tannenspitzen mit den Apfel in Honig, was wir schon mal gemacht haben. Wir karamellisieren in diesem Bratenansatz jetzt auch noch Honig. Ihr seht es, das funktioniert sofort. Wir haben jetzt nicht nur die Röststoffe vom Reh, wir haben jetzt auch noch karamellisierten Honig. Carmen, komm doch mal ein bisschen näher, dass man so richtig sieht, wie golden das ist. Dieser Honig braucht ein bisschen Hitze, der braucht ein bisschen die Möglichkeit zu karamellisieren, weil wenn das nur reiner Honig wäre, der nicht braun ist, jetzt kommt ein Krankenwagen vorbeigefahren und Gott sei Dank nicht unseres wegen, aber das schneiden wir jetzt mal nicht raus, vorbei ist er, sehr schön. In diesen gebräunten Honig geben wir jetzt hier Apfelspalten hinein. Viele machen den Fehler, dass sie Äpfel schälen, Spalten rausschneiden und dann erst einmal in Zitronenwasser einlegen, damit die Äpfel nicht braun werden. Würdet ihr sowas jetzt hier tun, dann hättet ihr das nächste Problem, dann wären die Äpfel mit Wasser so vollgezogen, dass wenn ihr sie jetzt in die heiße Pfanne reingebt, gleich ein Apfelmus entsteht. Wir wollen aber den knackigen Apfel, deswegen bitte keine Wassergeschichte, kein großer Zitronensaft, sondern einfach so spät wie möglich schälen. Äpfel rein, Äpfel mit karamellisieren, sodass sie so ein bisschen Hitze bekommen. Das geht auch relativ schnell, wie ihr jetzt gerade feststellt. Und jetzt machen wir nichts anderes. Jetzt geben wir wieder, ich weiß, ich bin ein Sünder, ich weiß es jedes Mal, wir geben ein bisschen Sahne dazu. Für zwei Personen ist das erträglich. Die stelle ich mal an die Seite, dann hat die Kamera das ein bisschen leichter.
Carmen, kommst du ein bisschen näher, damit unsere Zuschauer mal sehen, was hier eigentlich so entsteht. Ich gehe mit dem Herd mal ein bisschen mit der Temperatur höher. Die Sahne kocht, die Äpfel sollen jetzt in der Sahne gar werden und gleichzeitig soll die Sahne reduzieren. Sie soll auf dem Punkt herunterkochen. Hier auch noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, weil in der Soße selber ist ja noch gar nichts. Wir haben ja bis jetzt nur unser Rind gewürzt, unser Wild gewürzt. So, das lassen wir eine Sekunde kochen. Ich bin gleich wieder bei euch. So, ihr Lieben, wie ihr seht, haben wir jetzt unsere Äpfel in der Sahne eingekocht. Wir haben bis jetzt wirklich nur eine einzige Pfanne benutzt. In dieser Pfanne haben wir unser Reh angebraten. Wir haben das Reh herausgenommen, dort in den kleinen Backofen hineingestellt. 130 Grad, 6 Minuten. In der Zwischenzeit haben wir hier in dieser Pfanne den Honig karamellisiert. Wir haben die Äpfel drinne angeschmort, mit Sahne aufgefüllt, Sahne einreduzieren lassen, das Ganze mit Salz und Pfeffer gewürzt. Jetzt ist es wichtig, wenn wir unser Rehfilet jetzt aus dem Backofen herausnehmen, wenn die Kamera mal ein bisschen herankommt, hier sehen wir so eine ganz kleine Pfütze. Da ist ein bisschen Saft, wie ihr seht, herausgelaufen. Das ist auch gut so. Na, das ist eigentlich überhaupt gar nicht gut, aber das ist das Zeichen dafür, dass das Wild gut ist. Das heißt, es ist jetzt rosa gebraten. Was jetzt fatal wäre, wenn ihr dieses Fleisch jetzt gleich aufschneiden würdet. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen dieses Fleisch und schlagen das mal kurz in Alufolie ein. Die Kamera bleibt auf dem Fleisch. Ich hole Alufolie. Das nennt man das Fleisch ruhen lassen. Wir haben jetzt eine Temperatur gehabt von 130 Grad, Kernthermometer 54 Grad. Und jetzt machen wir den Ofen aus. Der Ofen ist aus, hat aber noch seine Hitze. Und da lassen wir das Fleisch jetzt einfach bei der geöffneten Tür einfach mal 5 Minuten stehen. Wir machen gar nichts. Wir freuen uns auf unser Essen. In der Zwischenzeit können wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich dazu machen? Natürlich habt ihr das schon vorgekocht. Ein toller Rotkohl wäre klasse, ein geschmorter Rosenkohl. Zu so einem Wild, eine frisch gemachte Spätzle, habe ich euch ja schon angedroht zum Thema Stroganoff. Oder eine Dauphinkartoffel oder vielleicht eine Herzoginkartoffel. Alles das werdet ihr demnächst hier sehen. Und am Ende eine gute Salzkartoffel oder ein Kartoffelpüree, genauso lecker. Eine Rotweinbirne mit ein paar frischen Preiselbeeren oder Cranberries obendrauf würde jetzt das Highlight dieses Essens werden. Eine Soße können wir von den Knochen kochen. Wir können uns die Knochen aber auch aufbewahren, einfrieren und beim nächsten Mal verarbeiten. Denn wir haben ja nach diesem Rezept haben wir unsere Sahnesoße ja sowieso schon fertig. Die Kamera macht jetzt einen Moment Pause. Wir warten 3 Minuten und dann schneide ich das auf. So, ihr Lieben, die Zeit tickt. Unsere Gäste haben Hunger. Unser Fleisch hat geruht. Wir nehmen das jetzt heraus. Der kleine Freund hat seinen Job gemacht. Aus, die Maus. Das Ganze haben wir auf der warmen Platte. Hier ist unser Anrichtegeschirr. Hier sind unsere Äpfel. Die machen wir jetzt nochmal richtig schön heiß. Und in der Zwischenzeit tranchieren wir schon mal unseren Rehrücken. So, wenn die Kamera jetzt ein bisschen dichter rankommt, sehen wir jetzt, dass doch ein bisschen Saft herausgelaufen ist. Ihr seht, wie nett das dampft. Und jetzt übernehme ich mal eben die Kamera, wenn ich mal einmal darf. Das bin ich. So. Und wenn wir da jetzt so raufgehen, jetzt zeige ich das nochmal. Das habe ich beim Rumpsteakbraten auch gezeigt. So an diesen Stellen da, da kann man so erkennen, dass da so Wasser oben drauf steht. Carmen, übernimmst du nochmal bitte. Mhm. Das ist natürlich kein Wasser. Das ist unser Fleischsaft, der da ausgetreten ist. Das ist für mich als Koch das Zeichen, dieses Fleisch ist rosa gebraten. Also wenn ihr keinen Kernthermometer habt, ich habe ja jetzt auch keins benutzt, einfach die Augen aufhalten und wenn ihr diese kleinen Pfützen oben drauf seht, wisst ihr, dieses Fleisch ist rosa. Unsere Äpfel sind wieder warm. Unser Anrichtegeschirr
Äpfel unten als Soße auf diese Platte. Schön hoch anrichten. Stellt euch vor, da drumherum liegen jetzt ein, zwei gefüllte Birnen mit Preiselbeeren. Mir läuft jetzt gerade wirklich das Wasser im Mund zusammen. Wir nehmen unseren Rehrücken, das ist die eine Hälfte. Dann schneiden wir das auf. Und jetzt bitte nicht, macht da bitte jetzt kein Gulasch von, einfach so runterschneiden, sondern was wir immer empfehlen, nehmt eure Fleischgabel, nehmt das Messer und setzt das Ganze ein bisschen schräger auf. Schaut mal, und dann geht das da so durch. Und jetzt kommt der große Aha-Moment. Da haben wir rosa gebratenen Rehrücken. Und wie ihr auch erkennen könnt, mein Brett bleibt sauber. Das heißt, da läuft jetzt keine Jus, da läuft kein Saft von dem Rehrücken heraus. Das bleibt alles im Fleisch. Nur diese ganz kleine Pfütze, die wir da auf unserem Blech haben, ist herausgetreten. Der Rest ist im Fleisch geblieben. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Rehrücken. Und diese erste Scheibe, die drehen wir jetzt um und die legen wir da so rauf. Dann haben wir das alles toll. Jetzt muss ich mal eben der Kamera, weil ich ja Linkshänder bin und nein, Rechtshänder, einmal in den Weg laufen. Das richten wir jetzt hier oben drauf so an. Das machen wir natürlich mit dem zweiten ganz genauso. Und wenn ihr das serviert, wenn ihr das jetzt serviert, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Ihr habt euch nicht viel Arbeit gemacht. Denn der ganze Spuk jetzt hier bei mir in der Küche, wenn ich nicht so viel reden würde, 10 Minuten, Rehrücken für zwei Personen, diesen Rotkohl und diese Kartoffeln, die habt ihr gestern schon vorbereitet. Kein Stress. Und das ist gesundes Essen aus unseren Wäldern. Keine komischen Nahrungsmittel, keine, ich weiß nicht was, Medikamente. Gesundes Essen, rosa gebraten. Mir hat das Spaß gemacht, für euch mal zum Thema Wild was zu machen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wenn ja, kostenloses Liken, kostenloses Abonnieren. Und ich bin schon in ein paar Tagen wieder bei euch mit dem nächsten Projekt. Ich heiße Kalle. Carmen sagt manchmal auch Michael zu mir. Das ist aber nicht schlimm. Ich koche für euch. Ich hab euch lieb. Guten Appetit. Adios.